Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 30. Oktober 2017? Die Scheinbewegung der Sonne ist immer noch im Tierkreiszeichen Skorpion und hat immer noch eine Verbindung mit dem Sternbildkreuz des Südens. Dieses Sternbildkreuz des Südens ist im Südhalbkugel sichtbar und hier befindet sich die Südpol, also dient auch zum Orientierung und diese Energie wird durch die Sonne auf uns, auf unserem Leben vermittelt. Wir bekommen mehr Klarheit, mehr Orientierung. Das Kreuz des Südens wird auch in Verbindung gesetzt mit religiösen Themen oder mit Spiritualität. Also wir spüren auch die schöpferische Kraft. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und hat eine zunehmende Mondphase und hat eine Verbindung zu dem königlichen Stern Fomalhaut. Die alten persischen Astronomen etwa 3000 vor unserem Zeitrechnung haben Fomalhaut als eine von den königlichen Sternen bestimmt hat. Und das diente auch zum Orientierung, weil das waren die Himmelsrichtungen. Und diese Fomalhaut ist ein Glücksstern und dieser Glück begleitet uns im heutigen Tag. Und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Erfolg, mehr Klarheit, mehr Orientierung, bekommen sie auch etwas in Bewegung und haben auch Optimismus und Gleichgewicht. Es ist wichtig, dass die Lebensfreude da ist, aber auch eine gewisse Zurückgezogenheit, die Ruhe, vielleicht eine meditative Haltung oder die eigene Zuhause genießen, weil diese Ruhe brauchen die Fischengeborenen auch. Also ausgleichen, die Bewegung, etwas in Bewegung setzen oder etwas unternehmen, aber die Ruhe sollen sie auch drauf achten, weil das benötigen sie auch, da liegt nämlich die Kraft. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen schicksalhafte Veränderungen und Umbrüche. Die Wiedergeborenen fühlen sie sich ausgeglichen. In den nächsten Tagen können auch etwas Neues starten. Wo die Wiedergeborenen achten sollen, das sind die Gefühle, die Liebe, Partnerschaft, auf anderen zuzugehen, die Kontakt suchen, Gefühle zeigen oder die Gespräche suchen. Und das sollen die Wiedergeborenen im Gleichgewicht bringen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt etwas im Fluss, haben auch Erfolg. Die Stiergeborenen sollen die Gespräche suchen mit jemand. Kontakte kann ein Vorteil sein für die Stiergeborenen. Nicht warten, bis die Nachricht kommt, sondern selbst auf anderen zuzugehen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen wie eine Sperre momentan da. Sie haben das Gefühl, es bewegt sich nicht, es klappt nicht und dadurch kommen die Zwillingsgeborenen gerade aus dem Gleichgewicht oder Nervosität ist spürbar. Es ist kein Dauerzustand, es sind Momente im Leben, ein bisschen Geduld noch. Im kommenden Tagen ist wieder die Kraft da, die Begeisterung und sie können auch etwas Neues starten. In die Liebe, Partnerschaft, auch wenn heute etwas durcheinander ist, trotzdem ist im Allgemeinen sehr gut. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen befinden sie sich gerade in einer Wandlung und sie bringen etwas zum Erfolg. Kommt auch etwas in Bewegung, kommt etwas im Fluss. Also sie sollen auf diesem Vertrauen bleiben. Ein Gespräch kann auch ein Vorteil sein, also kommt eine angenehme Nachricht. Die Krebsgeborenen bekommen auch mehr Klarheit, mehr Orientierung.
Die Tierkreiszeichnung Löwengeborenen ist etwas noch unklar, unsicher oder sie zweifeln an etwas. Wichtiges Thema wird sein in die nächste Zeit die berufliche Situation. Ich habe gerade die Wochenorakel veröffentlicht, da rede ich auch für beruflichen, was aktuell ist, die berufliche Situation etwas überprüfen. Das passt genau zu den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht, auch die Vertrauen. Und eine gute Nachricht, ein schönes Gespräch ist zum Erwarten. In die Liebe, Partnerschaft kommt mehr Leichtigkeit und die beruflichen Situation ein Aufstieg. Also nicht zweifeln, nicht unsicher sein. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Das hat sich verbessert. Oder eine oder anderen haben die letzte Zeit getrennt und kommt aber etwas in Bewegung oder ein Neuanfang, kann natürlich auch bedeuten, eine neue Begegnung, ein neuer Partner oder neue Partnerin. Und die Wagengeborenen fühlen sie sich noch ein bisschen unsicher. Wichtig ist auch die Freundschaften, also nicht nur die Liebepartnerschaft, sondern auch die zwischenmenschlichen Kontakte, auch Freundschaften, und da kommen auch neue Begegnungen. Bei den Skorpiongeborenen ist alles bestens. Das ist Erfolg, die haben tolle Ausstrahlung, auch Glück momentan und Tagen, auch heute, auch morgen, ist die optimale Augenblick, etwas Neues starten, und sie haben auch eine großartige Auftreten, eine gute Ausstrahlung und sie werden auch wahrgenommen und sie haben zurzeit Erfolg damit. Die Tierkreiszeichen Schützengeboren ist so Art wie eine Sperre. Es läuft nichts voran. Und die Schützengeborenen fangen an zum Zweifeln, zweifeln an etwas oder zweifeln an sich selbst. Die neigen dazu, etwas aufgeben. Und mein Rat ist, das sind Augenblicke im Leben. Es verbessert sich. In den kommenden Tagen kommt schon ein unerwartete Ereignis. Auch das Glück ist da. Es kommt alles in Form. Also stark bleiben, weil diese Begeisterung und diese neue Einflüsse, diese gute Einflüsse sind in die Tagen erwarten. Es ist nicht heute, aber es kommt. Es ist schon unterwegs. Ein bisschen Geduld. Jetzt lieber abwarten, zurückhalten, sein nichts Neues anfangen, aber auch nicht aufgeben, auch nicht Zweifel. Und sie sollen heute und auch morgen auf den Finanzen achten, weil das kann sein, dass sie etwas zu teuer kaufen oder das geht, wird Geld wird verloren gehen oder wird gestohlen. Also auf dem Geld heute und morgen auch aufpassen. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist eine Verbesserung in die Liebe. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein wichtiger Termin oder ein wichtiger Vertrag, eine Reise, eine kleine Reise oder kleinere Veränderungen sind auch zum Erwarten. Es kommt auch etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und auch sehr viel Ruhe und das sollen sie auch genießen. Aber so Kleinigkeiten verändern im Leben oder eine kleine Reise machen oder jemand besuchen, etwas unternehmen, ist auch ein Vorteil für die Wassermanngeborenen. Und da brauchen sie auch ein bisschen die Ausgleich, auch die Ruhe zu Hause sein, das zu genießen, aber auch Kontakte pflegen, etwas unternehmen oder einen Ausflug machen oder eine kleine Reise oder jemand einladen, jemand besuchen, diese Beweglichkeit oder eine Schulung anfangen, kann auch eine Bedeutung sein bei den Wassermanngeborenen. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein, aber besteht die Möglichkeit, das maßgeschneiderte anfertigen, berechnen, und das dürfen Sie gerne auch bestellen, und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Ansonsten empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Ich bin davon ganz begeistert und die Nachfrage ist da. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihren Lebenssituation.
Sie können auch ausführlich beschreiben und bitte dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und Sie stellen Ihren Fragen und ich beantworte das. Ich beantworte das persönlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und noch etwas, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und das kann man astrologisch auch erkennen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.